Bevor es weitergeht, liken, teilen, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Das Leben eines jeden Menschen ist ein Auf und Ab. Es gibt Phasen, die sind leicht, entspannt. Man würde sagen, man kann das Leben genießen. Und dann gibt es wiederum Phasen, wo das Leben schwer ist und unangenehm. Bedrückend. Man fühlt sich eingeklemmt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, alles davon ist gut. Die leichte Phase genauso wie die schwierige. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie beeindruckend ist die Angelegenheit des Gläubigen. Denn all seine Angelegenheiten sind gut. Und dies steht nur dem Gläubigen zu. Wenn ihn etwas Gutes trifft, ist er dankbar und so ist es gut für ihn. Und wenn ihn etwas Schlimmes trifft, ist er geduldig und es ist gut für ihn. Wenn ihn etwas Schlimmes trifft, ist er geduldig und es ist gut für ihn. Es ist leicht nachzuvollziehen, wie eine leichte Phase gut für einen ist. Man genießt sie, aber die Gefahr ist natürlich, dass man vergisst, seinem Herrn gegenüber dankbar zu sein. Bei einer schweren Phase fällt einem das immer schwer, das auch zu sehen, wie das gut für einen sein kann. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Gläubige, das ist derjenige, der, wenn ihn etwas Schlimmes trifft, geduldig ist. Und das ist gut für ihn. Was heißt nun Geduld? Nun, das arabische Wort für Geduld ist Sabr. Und Sabr bedeutet auch Geduld. Das ist richtig. Sabr bedeutet aber nicht passives Abwarten und einfach alles geduldig ertragen. Wenn man das so versteht, dann kann man es sehr leicht gegen einen Menschen verwenden. Man befindet sich in einer schwierigen Lage, weil man ein Unrecht von einem Bruder zu ertragen hat. Dann kann man sagen, hey, das ist ein Unheil, ertrage es einfach geduldig, mach nichts, sei passiv und du wirst dafür belohnt. Man kann auch in eine schwere Lage geraten mit seinen Eltern, dass sie einem Unrecht zufügen. Und man ist verleitet zu sagen, hey, du musst es einfach geduldig ertragen. Nimm es einfach so hin. Oder vielleicht, und das ist mein Liebstes, gegenüber der Frau. Sie befindet sich in einer schweren Lage innerhalb der Ehe. Ihr wird ein Unrecht zugefügt und der erste Rat, den sie dann hört, ist, du musst geduldig sein. In Klammern. Du musst es passiv hinnehmen und einfach geduldig ertragen. Das heißt nicht Sabr. Sabr ist nicht einfach passives Abwarten. Und Sabr bedeutet schon überhaupt nicht, ein Unrecht hinzunehmen. Sabr ist von zwei Arten. Es kann dich ein Unheil treffen, an dem du nichts ändern kannst. Das ist möglich. Du verlierst einen nahen Angehörigen. Du scheiterst im Studium. Die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich und dein Geschäft geht pleite. Du verlierst durch eine Naturkatastrophe, einen Bürgerkrieg, alles, was du besitzt. Das sind Dinge, die einen treffen können und an denen man nichts ändern kann. Und dann bedeutet Sabr, dass du dich gegenüber deinem Herrn nicht beschwerst. Du kannst nichts tun. Und dann gibt es noch ein Unrecht, was dich treffen kann. Ein Unrecht von einem anderen Menschen. Und hier bedeutet Sabr nicht einfach, dass man das passiv hinnimmt. Sabr bedeutet hier, dass man an einer Lösung arbeitet. Und diese Lösung, wie auch immer sie aussieht, konsequent verfolgt, beharrlich verfolgt, standhaft verfolgt. Denn das ist auch eine der Bedeutungen von Sabr. Sabr bedeutet nicht Geduld im Sinne von Warten. Sabr bedeutet auch Geduld im Sinne von standhaft sein, beharrlich ein Ziel verfolgen, kontinuierlich daran zu arbeiten. Und ja, dann ist Sabr etwas, das die Angelegenheiten des Gläubigen zum Guten wendet. Aber Sabr ist auch etwas, was missbraucht werden kann, um einen Unrecht als höhere Gewalt zu verkaufen, die man geduldig hinzunehmen hat. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.